Weiter geht's. Wir erkunden die. Oder auch nicht. Ach komm, ey, du bist viel zu langweilig. Ich will andere Pokémon haben, die ich noch nicht vorher hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Golbat gefangen habe, aber ich will es auch eigentlich gar nicht haben. So. Das war, genau, das war wieder nach oben. Ja, Du Flor. Sieht so krank aus, das Pokémon irgendwie. So von wegen so, mir geht's nicht so gut. Genesung. Sowas kann ich echt gut gebrauchen. Nee. Nein, Golbat. Auch wenn du so aufdringlich bist, ich werde dich nicht besiegen. Weil du mich nervst. Warum ist hier so eine coole? Schade. Ich habe gehofft, dass da was wäre. Nein! 58? Nee, 52. Ich meine, das andere wäre 58 gewesen. So, weg hier. Oh. Was Feines, bitte? Ja, das ist zum Beispiel mal wieder so ein Pokémon. Das nehme ich gerne an. Aber nö. So, jetzt geht's wieder nach unten. Nach unten und nach oben. Man kann sich einfach nicht entscheiden, ne? Top-Beleber. Super. Sowas kann ich hier echt sehr gut brauchen. Sehr gut. Du, Flor. Habe ich das jetzt schon gefangen heute? Ich schmeiß einfach mal einen Pokéball darauf und guck mal, was passiert. Wird daneben geschmissen. Machst du? Badet im Licht. Oh. Nee, du machst dein komisches Solarding nicht. Ja, das Schöne ist, dass das hier nicht so ganz verworren ist. Das ist einfach nur Wege ablaufen. Oh, ein Sandarm. Sandama. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht. Manchmal. Mein Sandarm. Sandarm hätte ich mit einem Sandarmer nicht. Überball! Vielleicht geht's ja. Sternschauer. Warum kann der sowas? Sehr schön. Dann versuche ich mal hier einen Psychstrahl drauf zu feuern. Ist das gut oder ist das eher nicht so gut? Mittelmäßig, okay. Ist das jetzt orange? Ja. Stell fest, das ist immer noch gut und da schmeiße ich jetzt mal noch einen Pokéball drauf. Wunderbar! Ja, und ich habe es noch nicht gehabt. Eine Maus ist das. Das sieht aber nicht aus wie eine Maus. Doch, eigentlich vom Gesicht her sieht es schon aus wie eine Maus, aber dann nicht von den Füßen und den Händchen. Größe 1 Meter, Gewicht 29,5 Kilogramm. Dieses Pokémon greift Gegner mit seinen scharfen Klauen an. Bricht eine Klaue ab, so wächst sie nach. Das ist ja fast... War das bei Krabben so? Nein. Das, wenn die irgendwie... Also bei Haien ist es so. Bei denen wachsen die Zähne nach. War das bei Krabben so, dass die dann... Dass denen neue Scheren wachsen? Ich weiß es nicht. Und das war bei denen genau nicht so, dass sie nicht nachwachsen, aber ihr könnt mich da ja eines Besseren belehren. Georock. Hunde.
ein Sonderbonbon. Schön. Ist hier oben? Nein. Schade. Nein. Ich habe eine Mission. Ein Ditto. Es guckt immer so traurig so. Ich möchte eigentlich gar nicht hier sein. Ich mag Ditto. Ditto ist süß. Wenn es wirklich Pokémon gäbe, dann hätte ich, glaube ich, ein Ditto, ein Enthorn, ein Ditto, ein Enthorn, ein Seemon und vielleicht ein Knuffenser. Das finde ich eigentlich auch noch ganz süß. Nee, ein Kanimani oder ein Impegator. So heißt das, oder? Heißt das so? Kanimani 21. Moment, ich muss jetzt gucken, ob das so heißt. Ich fand den Namen irgendwie immer merkwürdig. Impergator. Und das zweite ist Tyrakrok. Ich war schon irgendwie immer so ein Wasserfuzzi. Nö. Verzieh dich. Nein! Golbat, wann verstehst du es denn mal? Ich möchte nicht gegen sie kämpfen. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ja, erstmal Item. Erstmal Item, das ist wichtiger. Gero! Mit seinen drei Fingern. Dafür hat er aber zwei Arme. Zwei Arme hat er dafür! Nee, mit seinen vier Armen. Oh, das sieht da rechts nach Ziel aus, so ein bisschen. Könnte auch sein, dass da wieder nur eine olle Treppe ist. Leiter. Oh. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Nein. Golbat. Nein. Einfach nein. Okay, hier ist ein Wasserweg. Oh, Golbat. Aber im Wasser haben wir bisher wirklich noch nichts kämpfen müssen. Wäre mal cool, hier so ein Tentoxa oder... Oh, zwei Items. So ein Tentoxa oder sowas kommen würde. Top-Beleber. Hyperball. Was für ein Level ist dann eigentlich das Mew oder das Mewtwo? Wird das auch 50 sein oder ist das ein 100? Weil ich jetzt hier so zugeschissen werde mit dem ganzen Kram. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es stärker als 50 sein wird. Vielleicht auch ein 75er, das kann natürlich auch sein. Ist doch noch kein Ende hier. Ey, da läuft man einmal gegen eine Wand und dann ist direkt wieder hier. Gedöns. Garados habe ich auch noch nicht, ne? Es wäre natürlich cool, wenn man hier so ein Garados finden würde. Ich bin auch ganz heiß darauf, mir in Pokémon Go einen Garados zu machen. Aber dafür braucht man 400 Carpador-Bonbons. Und ein Carpador hat, glaube ich, immer so um die 3 Bonbons dabei. Das heißt, man muss über 100 Carpadors fangen. Ne, man muss eigentlich nur 100 Carpadors fangen. Weil wenn die alle 3 dabei haben... Ja, man muss eigentlich 101 fangen. Aber gut. Wenn man die ja verschickt, dann kriegt man noch einen Bonbon. Dann kriege ich bestimmt nur so ein Gammel-Garados irgendwie, was voll schwach ist. Wenn ich das entwickle. Pika! Oh, da! Da ist es! Glaube ich. Also, es sieht nicht nach Mew oder sowas aus. Es sieht nach einem ganz normalen Bogen-Pokémon aus.
Aber weh, das wird jetzt hier nur so angeteased und dann bin ich erst in 15 Minuten da. Alex, immer noch. Ey, ich raff's einfach nicht, ne? Nee, da kommen wir direkt hin, das ist wunderbar. So, speichern. Das müsste es eigentlich sein. So, jetzt. Ohne viel Sprechen und so, einfach... Ey, will ich das jetzt noch kurz vorher abfacken, ne? Pika! So. Okay, es ist ein Mewtwo. Oh Gott, das sieht so schlimm aus. Level 70, okay, es ist doch kein 50er. Noch kein 75er, sondern ein 70er. Wir schmeißen jetzt einfach unseren Meisterball und dann sollte es eigentlich fertig sein. Yay! Wir haben ein Mewtwo gefangen! So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier steht. Mewtwo, Genmutant. Größe 2 Meter, Gewicht 122 Kilogramm. Die DNS von Mewtwo ist fast mit der von Mew identisch. Doch der Charakter unterscheidet sich erheblich. Entschuldigung. Mew ist zutraulich, ne? Und Mewtwo ist einfach totales Dreckspiss-Pokémon, was total aggressiv ist und so, meine ich mal. Kann mich natürlich auch wieder hier, ne? Aber es ist so, wie ich es in Erinnerung hatte. Nein, ich möchte hier keinen Spitznamen geben. So, jetzt stehe ich hier. Jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen. Oder kann ich hier fliegen? Kann ich nicht fliegen? Gut. Ich wollte jetzt eigentlich gerne mal noch mit Mewtwo einen kleinen Kampf machen. Da müsst ihr jetzt durch. Wir haben noch 3 Minuten vor der normalen Zeit. Aber ich kann dann ja auf dem Weg schon mal ein bisschen quatschen, was ich vorhabe. Als nächstes Projekt und so. Wenn ich denn hier mal den Surfer auswähle. Und zwar, mein nächstes Projekt ist ein Projekt für die PlayStation 4. Das ist dann quasi mein erstes Projekt für die PlayStation 4. Und da darf ich dann auch wieder meinen Grabber für benutzen. Ich hab ja schon mal mit dem Grabber gestreamt. Das heißt also, von der Aufnahme wird es da keine Probleme geben. Und, ja, es ist ein... Ich lasse euch mal jetzt so ein bisschen zappeln, weil ich muss ja noch irgendwie die Zeit überbrücken, ne? Und zwar ist es ein Spiel, was ich... Also von der Reihe habe ich schon mal was gespielt. Oh, ein Schlurp. Ja, das muss ich mir jetzt aber erstmal fangen, ne? Das ist ja mal hier was ganz Außergewöhnliches. Oh, ich habe Angst, dass ich es töte. Okay, das war okay. Okay, das war okay. Okay, es hat noch ein Fitzel. Ich hatte gerade mein Auge gerieben und da habe ich das nicht gesehen, ob da noch was war. Ja, mach du mal deinen Aussetzer. Oh, mein Auge juckt. Yay! Haben wir einfach mal noch so einen Schlurp gefangen. Schlurp, Schlecker. Der arbeitet da bestimmt. Oder hat da gearbeitet. 1,2 Meter, Gewicht 65,5 Kilogramm. Schlurps Zunge ist fast 1 Meter lang. Sie ist äußerst beweglich und kann Gegner paralysieren. Nein, möchte ich nicht. Okay. Ja, also ich habe von dieser Reihe schon mal ein Spiel gespielt. Es gibt mehrere Spiele aus dieser Reihe. Ist logisch. zwei für die PlayStation 1. Dann gibt es noch welche für die Xbox.
Für den Gameboy gibt es da sogar auch ein paar Spiele von. Die wollte ich mir auch mal zulegen. Fällt mir gerade so ein. Ja. Jetzt kann ich eigentlich nicht viel weiter was sagen, ohne dass ich das direkt verrate, aber ich werde das Remake von Apes Odyssey spielen, nämlich New and Tasty. Wird, denke ich mal, nicht allzu lange dauern, beziehungsweise nicht so lange wie das Projekt Oddworld Apes Odyssey bei mir. Denn man hat die schöne Funktion zu Quicksaven. Ich habe das Spiel selbst auf der PlayStation 4 noch nicht gespielt, nur Alf's Escape. Und da habe ich schon mal festgestellt, dass das mit dem Quicksaven auf der PlayStation 3 irgendwie einfacher war. Weil bei der PlayStation 3 hat man den Select-Knopf irgendwie gedrückt. Also gedrückt, gehalten und gedrückt, um zu laden, und gehalten, um zu speichern. Und das war bei bei der PlayStation 4 muss man auf dieses komische Touch-Ding da drücken. Und irgendwie hat das manchmal nicht so ganz gewollt, wie ich das wollte. Ja, aber vielleicht kriege ich da, vielleicht gewöhne ich mich da ja dran. Das Spiel kann man, also ich kann das Spiel auf jeden Fall innerhalb von 3 Stunden durchspielen, weil da gibt es auch eine Trophäe, wo ich auch übrigens Platin habe. ach komm. Ja. Genau. Also es wird nicht allzu lange dauern. Halt gerade, weil man die Erleichterung hat mit dem Quicksaven. Was ich auch gerne benutzen werde. Weil es ja halt auch dafür gemacht ist. Und warum haben die nicht einfach einen zweiten Ausgang dahin gemacht? Fucking Rihorn. So. Ja. Und werd natürlich alle 300 Mudaken holen. Das ist nämlich auch eine Änderung. Bei Apes Odyssey gab es nur 99 Mudaken. Und bei New and Tasty gibt es 300. Aber ich finde, das fällt auch gar nicht so oft, dass das Spiel, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, so überladen ist an Mudakens. Das haben die eigentlich so ganz gut gelöst. Also was heißt gelöst? Die haben halt die ganz gut so verteilt, ohne dass es halt wirklich irgendwie überladen aussieht. Und wenn ich dann, ich denke mal, ich werde schon direkt morgen anfangen aufzunehmen, weil ich bin da total heiß drauf, dann könnte ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich sehr interessant finde. Also ich finde sowas allgemein interessant. Das war was, was, also es ist ja momentan, ist das Spiel, oh Gott, wie heißt das? Soulstorm ist in der Mache. Das ist quasi das Remake von Exodus. Was aber noch düsterer, also laut Lorne Lanning, was noch düsterer und noch ekelhafter in Anführungszeichen wird. Ja. Und da ist momentan, läuft da so ein, oh, wie heißt das? Das heißt genauso wie dieses von Pokémon, RRG? Reality Game oder sowas. Dass halt die Entwickler so kleine Hinweise hinterlassen, irgendwie im Quellcode von irgendwelchen Homepages, und dass man dann so immer weiter an Informationen kommt und so. Voll interessant! Aber dazu werde ich dann weiter im Let's Play von New and Tasty erzählen, weil das passt da besser rein als hier. Ich rede zwar überall Quatsch, aber wenn ich schon so ein Thema habe, was dann wirklich passend zu einem Let's Play kommt, was ich bald spiele, dann sollte ich das dann auch da erzählen. Wir sind bald aus der Höhle raus. Das ist nicht wunderbar. Warum war in Wasser kein Pokémon?
Nirgendwo war ein Pokémon im Wasser. So. Nee, nicht Item. Nee, Pokémon hier. Ich bin übrigens, wie man vielleicht hört, es ist auch schön, dass ich das jetzt sage, meine Nase ist zu. Und ich weiß nicht warum. Oh, da ist ja... Da ist der Ausgang. Dich habe ich schon gefangen, verzieh dich. Endlich. Finally. Item. Nee, Pokémon. Und zwar der Nas. Fliegen. Gehen wir mal hier unten hin. Da. Ich möchte jetzt nur einmal mit. Mit Mr. Mewtwo. Ins PC ablegen, dann lege ich mal den Dennis ab. Na, da ist aber jemand motzig. Mitnehmen, YouTube. Hört sich ein bisschen nach Parasec an irgendwie. Ich weiß nicht, woher habe ich das Wort Parasec? Steht das bei Pokémon Go drin? Ich weiß es nicht. Können wir mal gucken. Pokémon. Ach, hier hinten ist es. Auf jeden Fall Psycho. Sternschauer, Psychokinese, Barriere, Genesung. Ich möchte nur einmal damit kämpfen, gegen irgendein Drecks-Pokémon. Hier ist ein bisschen Gras und ich habe vergessen, das Pokémon zu wechseln. Boah, das Miraplar wird jetzt, glaube ich, zerstört. Wie siehst du denn aus von hinten? Sehr komisch. Okay, gut. Dann sind wir, glaube ich, soweit. Ich wollte eigentlich noch gucken, wegen Cheats und so ein Kram, ob es da hier was gibt. Wenn es etwas gibt, werdet ihr noch einen zusätzlichen Part sehen. Also ein... einen Bonus-Part, wo ich dann diese Cheats benutzen werde. Das hat mich mir mal vorgenommen, dass ich dann immer, wenn es sowas gibt, dass ich das dann vorführe. Das habe ich auch schon bei Spyro 2 gemacht. Und das wollte ich jetzt gerne weiterführen, nur ich habe keine Ahnung, ob es hier irgendwie was gibt. Wie gesagt, wenn es was gibt, werde ich einen Bonus-Part machen. Wenn es nichts gibt, werde ich das in der Videobeschreibung niederschreiben, dass ihr da auf nichts mehr warten müsst. Ja, wie gesagt, mein nächstes Let's Play ist New and Tasty. Oddworld Gedöns für PlayStation 4. Mein erstes PlayStation 4 Projekt. Ja, also mir hat das Let's Play hier super mega viel Spaß gemacht. Vor allem, weil auch so viele Leute davon begeistert waren, dass ich das spiele. Und mir so viele Leute geholfen haben. Und, dass ich den Rat vielleicht nicht immer angenommen habe. Aber ich hab versucht, mir Mühe zu geben. Ich kann mir halt nicht so viel merken. So viel Krimskrams. Ja. Gut. Dann. Also, wie gesagt, es ist möglich, dass ich noch Pokémon Gold und weitere Pokémon-Spiele spiele. Aber das dauert jetzt erstmal wieder ein bisschen. Jetzt kommen erstmal wieder andere Konsolen dran und so. Ja. Genau. Gut. Dann hoffe ich, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Wie gesagt, wenn es Cheats gibt, dann
dauert das nicht lange, dass ihr das seht. Also wird dann mit diesem Part hochgeladen. Ja, dann wünsche ich euch eine angenehme Woche. Obwohl, das wird jetzt, glaube ich, Wochenende sein, der Part hier. Der Donnerstag. Ein angenehmes Wochenende oder so. Und, ja. Wir sehen uns dann hoffentlich bei meinem nächsten Let's Play, nämlich New and Tasty für die PlayStation 4. Ja, bis denne. Tschüss. Und danke fürs Zusehen.